barock. Monumental, mächtig, beherrschend sind die Eigenschaften, die man dem Barock zuschreibt. Im Barock entstehen Bauten wie der französische Dom in Berlin. Kolossalordnung nennt man Säulen, die wie hier über mehrere Geschosse reichen. Kolossal sind auch die Bauten des Barocks, nicht nur Kirchen und Kathedralen, sondern auch Schlösser und Residenzen. Ob in Berlin, in Karlsruhe oder Würzburg, ob als großer Riegel oder als Karree mit einem Innenhof, in solchen Residenzen stellen Herrscher ihre Macht zur Schau. Pompös und prachtvoll empfängt der zentrale Giebel über dem Eingangstor den Besucher. Entwürfe wie der für ein neues Schloss in Schleißheim lassen zusammen mit aufwendigen Parkanlagen einen eigenen kleinen Kosmos entstehen. Ein Schloss zum Lustwandeln und für rauschende Feste, fern von der Realität. Vorbild für solche Pläne war natürlich Versailles, das Schloss des französischen Sonnenkönigs. In Schleißheim musste sich der Bauherr von den allzu monumentalen Entwürfen verabschieden. Von der ursprünglich geplanten vierflügeligen Anlage wurde nur der Hauptflügel ausgeführt. Mit 11 zentralen Fensterachsen und den beiden Seitenflügeln ist Schloss Schleißheim immer noch ein eindrucksvolles Beispiel einer barocken Schlossanlage. Ursprünglich bedeutet Barock ungleichmäßig, verdreht, sogar grotesk. Als grotesk kann man die Theatinerkirche in München nun nicht bezeichnen. Imposant ist eher zutreffend. Schon Anfang des 17. Jahrhunderts begonnen, wurde die Kirche erst Ende des 17. Jahrhunderts von dem Hofbaumeister Zuccalli fertiggestellt. Waren es in der Renaissance noch flache Schmuckelemente, die eine Fassade gliederten, werden jetzt Säulen und Pilaster gestaffelt vor die Fassade platziert. Das damit entstehende Spiel von Licht und Schatten nimmt den oft monumentalen Bauten ihre Schwere. Ein herausragendes Beispiel des süddeutschen Barocks ist die Klosterkirche Ettal. Die von Halbsäulen gegliederte Fassade ist mit den beiden Türmen durch gebogene Mauern verbunden. Dadurch entsteht eine besonders schöne S-förmige Barockfassade.